Erste und Doris die Erste und der Karnevalsausschuss Gustav. Und jetzt muss ich erstmal was loswerden, bevor die Mädels tanzen. Die Gitte und ich, wir haben gerade nachgerechnet und wir sind mit der Kindertanzgruppe schon im verflixten 7. Jahr. Wir existieren schon seit 7 Jahren, die Kindertanzgruppe. Und ich muss allen Eltern und auch euch ein super dickes Kompliment machen, dass ihr A, durchgehalten habt, dass eure Mamas und Papas voll dahinter stehen und euch auch immer zum Training schicken, auch wenn ihr manchmal keinen Bock habt, aber jetzt kommt trotzdem. Und ich hoffe, dass wir weitermachen, dass ihr da weiter. Und ich finde, das ist ein Riesenapplaus. Mikrofon etwas lauter, jetzt versteht ihr mich? Ich sage 9, weil ich kann nicht eigentlich ja nicht oft genug sagen.
Die Heidi arbeitet ein ganzes Jahr mit den Kindern. Ja. Und sie macht das mit so viel Liebe und so viel, also ist schon der Wahnsinn. Und ich wollte euch bitten, sie hat es sich einfach verdient. Wir müssten der Heidi einfach mal eine Rakete geben. Ja. Und die hast du dir verdient. An die Gewehre! Kommando 1! Kommando 2! Und jetzt Kommando 3! Und einmal von Ende auf die Heidi! Ja. Auf die Kinder! Ja. Und um mich alle hin! Ja. Moment, ich hätte da was im Ärmel. Ich hätte uns hier im Ruhe. So, pass auf, ich tue weg und du schwatzt wie ich schwatze. Ja, ich habe natürlich auch was im Petto. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier in Buschdorf. Wir haben alles mobilisiert. Wart mal an. So, ja, unser Fröschelchen. Mädchen, zeigt ihr es? Und jetzt bitte vorne stehen. Der Fröschelchen ist unsere Jessica. Unsere Ex-Tolität. Die hat auch einen Applaus verdient. So. Natürlich haben wir euch das Schönste, das Beste, das Tollste mitgebracht, was Buschdorf zu bieten hat. Seine Tolität, Prinz Wolfgang der Erste und unsere Lieblichkeit, Prinzessin Doris die Erste. Ich möchte sie euch gerne vorstellen. Der Wolfgang ist ja Norddeutscher, er kommt aus Cuxhaven, aber da fehlt ja jeder. Und die Doris kommt aus... aus Zülpich und ist eine gebürtige Rheinländerin. Da ich ja jetzt zuerst mit dem Prinz anfangen muss, weil er ist die Hauptperson, musste der Prinz, ja, der Prinz hat den Karneval kennengelernt durchs Fernsehen. In Cuxhaven, ich denke mir einfach mal so, Pharisäer und Grog, vielleicht auch eine Cola, im Fernsehen gesehen, wie Köln die Kamelle schmeißt und hat gedacht, das wärst du niemals, oder? Aber es ist noch manchmal so im Level, man trifft eine Rheinländerin, unsere Lieblichkeit, die Doris. Ja. Und dann hat er gedacht, naja, der Karneval feiern, wie mache ich das dann? Meine zukünftige Frau, Rheinländerin, ich muss jetzt dran. Er hat dann versucht, sich lang so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Und gedacht, naja, aber Doris ist da sehr beharrlich gewesen, hat ihm den Karneval beigebracht. Und dann zogen sie vor 2 Jahren, oder 3 Jahre sind jetzt schon, nach Buschdorf. Es wurde ein Prinzenpaar mit einem Cabrio zum Fototermin gebracht. Sie putzte die Fenster und sagt, hier sind wir richtig. Emol Prinz zu sein. Aber ich möchte schon die Prinzessin machen. Dass ich Norddeutscher bin, das wissen die meisten sowieso schon. Und die, die es noch nicht wussten, haben es hier heute gehört von Petra. Danke, Petra. Moin, moin. Ja, moin, moin. Moin, moin heißt auf Norddeutsch Fastelavend. Ja, dass der Prinz im Karneval die Hauptperson ist, habt ihr auch gehört, aber ich erzähle euch gleich nochmal was, da werdet ihr euch wundern. Ich bin ja nun auch schon etwas älter, ich sage euch nicht wie alt, aber meine Frau wollte mich kürzlich gegen 2 32-Jährige tauschen. Und wenn man in das Alter kommt, dann hat man ja auch so seine Zipperlein. Es ist ja so, wenn man über 60 Jahre alt ist und morgens aufwacht und es tut nichts weh, dann ist man tot. Ne? Ja, und umgekehrt, tut was weh, dann lebt man. Und heute, morgen, tat es ganz besonders weh, denn heute habe ich mein 2. Heimspiel hier und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass ich vor euch, auch vor euch Älteren, euch in meiner Generation, heute hier etwas sagen darf, wo wir doch vor über 2,5 Jahren hier in Buschdorf so gut aufgenommen worden sind. Ja, also wir Älteren, wir haben ja die Lebenserfahrung,
und sehen auch einiges mit Gelassenheit. Und vor allen Dingen, wir können ja auch über uns selber lachen, was manchen anderen Menschen vielleicht fehlt. Aber jetzt zu dem Thema, wer die Hauptperson ist im Karneval. Wir kommen ja ganz schön rum. Letzte Woche waren wir zum Beispiel in Ramersdorf bei Otto Thomas. Und da sagt sie doch auf der Bühne, ich mache für nach Aschermittwoch hier bei euch, bei Otto Thomas, mal einen Termin, denn ich habe im Internet gelesen, dass man hier seinen alten Gebrauchten gegen einen neuen Gebrauchten eintauschen kann. Und noch 3000 Euro Wechselprämie obendrein kriegt. Und damit mache ich dann mit meinem neuen Gebrauchten eine Kreuzfahrt. Also ich war ja so froh darüber, über diese Aussage, wirklich ganz froh, dass sie nicht gleich eine Abfahrtprämie gefordert hat. So, jetzt werden wir sie hören. Meine Frau, meine Prinzessin, eure Prinzessin, meine Genossin im Löwenrudel. Wir sind beide vom Sternzeichen Löwe. Seit vorgestern auch die Prinzessin der Menschen Chinesen, Prinzessin Doris die Erste. Er übertrifft sich. Also heute war genial. Hallo zusammen. Hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja. Prima. Ich will euch eigentlich nur eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ihr seid ja sicher alle schon mal umgezogen, ne? Ihr kennt das ja, man sucht eine Wohnung. Man kommt sich vor wie ein Taucher in tiefer See, der irgendeine bestimmte Muschel sucht. Und wir haben gesucht und gesucht. Und irgendwann glitzerte da was und das war für uns bestimmt. Das war unsere Muschel und die hatte sogar eine Perle drin. Und diese Perle seid ihr. Wir sind hier so gut aufgenommen worden und wir fühlen uns hier so wohl, dass es nur euer Zutun und ein Dank an euch alle dafür. Wir gehen hier nie wieder weg, ihr werdet uns nicht mehr los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Bleibt gesund, wir wollen euch nächstes Jahr wieder hier sehen. Passt auf euch auf, lasst euch den Karneval nicht verderben. Ein bisschen mehr wir, ein bisschen weniger ich. Ein bisschen mehr miteinander, das tut ihr ja hier. Ein bisschen weniger Neid. Und es soll schon klappen. Das ist das, was die Welt im Moment braucht, glaube ich. Ja. Und auf euch hier, alle. Auf die Frauen alle hier. Und auf Buschdorf. Ja, heute wird das Alarmbrüllen vergessen. Ne? Das ist immer so eine Schwierigkeit mit dem Alarmbrüllen. Man vergisst es oder man weiß nicht, auf wen man brüllen muss, aber hier im Buschdorf können wir uns das schon erlauben. Ich kenne das. Auf uns hier alle, auf die alle, ob ihr hier alle, da ein donnerndes und dreifaches Buschdorf. Allah! Auf euch alle! Allah! Auf den Fastelorben! So, ihr Lieben, jetzt haben wir eine 40 Minuten Ausmarsch.